Also mein jetziger Beruf ist eigentlich, dass ich zwei Standbeine habe. Das eine ist eben die Kunst, das andere ist das Ministerium. In der Kunst ist so, dass ich Malerei und Fotografie sehr gerne betreibe. Und das ist ein Thema, das ich eigentlich durch die Ortwein-Schule schon stark gefördert bekommen habe. Und das zweite ist eben das Ministerium. Da habe ich eine Arbeit, wo ich im Designbereich Staatspreise organisiere oder Veranstaltungen organisiere, aber auch Fotodokumentationen mache, wo ich eben zum Beispiel Luftbilddokumentationen mache. Die Kunstschule zu entdecken war ja in den Jahren 1975, 76 gar nicht so einfach, weil da hat es ja kein Internet gegeben. Ich bin aus der Hauptschule gekommen, dann wurde ich in die Knödelakademie, in die Einjährige gesteckt, sprich Haushaltungsschule, wo ich todunglücklich war. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich mich selber darum kümmern, weil sonst wird da nichts aus meinem kreativen Potenzial. Und habe dann zum Glück irgendwo mal aufgeschnappt, dass es die Kunstgewerbeschule gibt. Und dann bin ich recherchieren gegangen und wie dann die Aufnahmeprüfung gemacht habe, allein die Prüfung, diese ganze Geschichte dort war so einmalig, da habe ich sofort gewusst, da bleibe ich. Also ich werde diesen Tag der Aufnahmeprüfung nie vergessen, weil das war wirklich unglaublich lustig. Und das habe ich wirklich nie bereut. Also absolut, ich muss eines sagen, die Kunstschule war das größte Glück, das ich haben habe können. Ich war immer eine etwas praktisch orientierte Schülerin und habe mir mit manchen Lernmethoden sehr schwer getan. Wie ich dann die Kunstgewerbeschule entdeckt habe, war das für mich wie ein Befreiungsschlag. Und zwar deshalb, weil es wurden die individuellen Talente gefördert. Und es wurde einfach, man hat einfach mitgelernt und gelebt, dass zum Beispiel Kreativität eine Lösungsstrategie hat. Das heißt, man lernt einfach Probleme zu lösen und das übertragt sich ja auch auf das eigene Sein. Das heißt, Kreativität als Lösungsstrategie fürs ganze Leben. Und so gesehen hat das immer super funktioniert. Also an und für sich, die Wirtschaft kann ohne Design eigentlich nicht wirklich leben, weil jedes Ding, alles, was gemacht wird, hat irgendeiner sich ausgedacht. Ob das jetzt ein Ingenieur, ein Designer, ein Handwerker, ein Töpfer, ein Keramiker ist, ist egal. Es steht immer hinter der Wirtschaft eine Kreativleistung. Wenn es Design ist, dann sind es halt Leute, die halt meistens eher das mehr sozusagen zeichnen, konstruieren. Ist es ein Handwerker, dann macht das teilweise selber. Also das ist ganz ein wichtiges Verhältnis und es hat lang genug in Österreich gebraucht, bis das bis in die Politik hinaufgewachsen ist, dass diese zwei Themen wirklich zusammenkehren. Also die Ortwein-Schule generell ist mir immer als sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben, auch im Vergleich zu anderen Schulen und Universitäten. Und zwar allein deshalb, weil dieses Klima da herinnen war so besonders. Vielleicht ist es jetzt auch noch so. Und zwar deshalb auch, weil Persönlichkeiten unterrichtet haben. Das heißt, es war der Billhofer, es war der Krische, es waren einfach Leute, die wirklich von sich aus überzeugte Künstler waren und haben uns unterrichtet. Erstens die totale Vorbildwirkung. Da strebst du sowieso nur nach solchen Menschen, nach dem, das ist ja absolut toll. Und dann, was sehr wichtig war, ist auch die Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe unter der Frau Professor Losert eben dann sozusagen mich eingeschrieben in das Fach, weil eigentlich wollte ich ja Metall machen. Aber weil sie eben so ein interessanter Mensch war und so philosophisch und die Dinge so hinterfragt hat, habe ich gewusst, ich muss dorthin. Und dieser Effekt, dieser Persönlichkeitsentwicklung ist absolut wichtig, dass die Menschen lernen, mit dem Potenzial, was sie haben, umzugehen, dass das gefördert werden kann. Und da hat wirklich die Kunstschule durch diese Form der individuellen Förderung ganz einen hohen Stellenwert. Und ich habe immer Vorträge auch später gehalten, wo ich immer gesagt habe, das ist so wichtig, dass so ein Modell auch auf andere Schultypen überlegt wird. Ganz wichtig.